Verstärkungen eingetroffen. Genau, warten Sie, bis Verstärkung eintrifft. Oh, Sie müssen die Verstärkung verstärken, weil sie sonst euch nicht verstärken kann. Ah! Immerhin haben wir das Bonusziel erreicht. Oh ne, noch so einer. Maul halten. Wir werden angegriffen! Commander, wir sind in der Stadt in einen Hinterhalt geraten. Schicken Sie Verstärkung! Predator Crew bereit. Initialisiere Video ablehnen. Der MBF-Verstärkungskonvoi steckt fest. Er wird von Nordtruppen aufgehalten. Helfen Sie ihm, Commander. Nein! Warum immer ich? Empfange Nachrichten. Zerstören Sie die Nordbarrikade. Feindliche Einheiten. So. Predator Crew bereit. Unsere Basis wird angegriffen. Pass auf. Die Basis, die Map ist ungefähr so aufgeteilt, dass Nott hier insgesamt drei Stützpunkte der GDI stehen unter Beschuss. Lässt du mich mal ausreden? In den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Die Map ist so aufgebaut, dass Nott drei Stützpunkte hat. Einer hier oben im Norden, da wo die ganzen Panzer herkommen. Einer hier unten, ja, im Südosten kann man ja sagen, wo die ganzen Flugzeuge herkommen. Und einer im Südwesten, wo nur Infanterie herkommen. Nach dem Prinzip handelt halt die ganze KI. Das heißt, wenn wir es schaffen, eine Basis jetzt schon auszuschalten, was ich jetzt nicht ganz glauben kann, aber versuch's mal, dann könnten wir vielleicht eine Flanke sichern. Ich weiß aber nicht, wie stark die Defensivsysteme sind. Insofern, so ein Überfluss greifen jetzt auch noch wieder Raketentrupps an, wo ich jetzt wieder aufpassen muss. Er rückt doch total intelligent vor. Nein, das wird nichts. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Wird repariert. Wo ist mein Sammler? Da ist mein Sammler. Oh Gott, ich habe mir gedacht, er ist wieder abgenippelt. Panzerdivision. Da. Könnte aber trotzdem klappen mit der Zeit, dass ich schon mal eine Basis vorweg kille. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Feindliche Einheiten in Sicht. Predator bereit. Na komm, du bist ja keine wirkliche Gefahr. Unzureichende Mittel. Einheit verloren. Auf Empfang. Erwarten Befehle. Feind anvisiert. Panzerdivision. Hat er gerade zwei hintereinander. Gott. Ey. So. Okay. Okay, ist alles in Ordnung, ist alles okay. So, die Basis kann ich knacken. Ich muss aber. Ein paar Versuche brauche ich. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Wenn ich einen Euro bekommen würde, jedes Mal, wenn ich den Dialog wegklicken könnte, dann wäre ich reich. Obwohl, nee, dann wäre ich arm, weil ich den Dialog nicht wegklicken kann. Okay, der war nicht lustig. Na gut, okay. Hier ist Luke offen. Ihr seht ja, die Basis ist nicht sonderlich stark befestigt. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich könnte jetzt interessant... Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Die Idee ist so bescheuert, dass ich es vielleicht versuchen werde. Predator bereit. Panzerdivision ausrücken. Nähere mich Ziel. Einheit wird angegriffen. Greife an. Unzureichende Mittel. Wieder mit ihnen. Ach du Scheiße, im Flammenwerferpanzer, die Angriffe werden noch stärker. Hörst du das Panzer auch noch? Bist du bescheuert oder was? Jetzt könnt ihr mit Stealth-Panzern an. Alter Finne, ey. Sonst geht's hier nur noch gut, ne? Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. I know it, bitch. Oh Gott, jetzt klingt noch das Telefon. Alles geht am Bach runter. Bis gleich. Puh, ja okay, Telefonate sind natürlich manchmal lang und manchmal nervig. So. Die Angriffe werden nebenbei noch härter.
Nö! Und ich merke gerade, 60 FPS bringen nicht ganz so viel. Echt, dann bringen sie gar nichts. Okay. Wo ist mein Sammler? Da ist mein Sammler, okay. Hab ich ihm wieder Sorgen gehabt. Wird repariert. Ist nicht viel, aber ich muss es ja machen. Also entweder funktioniert das. Faulen Säcke. Alter, Finowski, bleib doch mal locker mit der Nase. Jetzt frag mich nicht, welche Nase ich meinte. Im Voraus bedanke ich mich schon mal für die wahnsinnig gute Leistung meines Tiberon-Sammlers, der so scheiße langsam das Ding aberntet. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Nee, das ist doch der GDI unter Beschuss. Er muss helfen, weil ich nicht eigentlich schaffen, die Penner. Die sind zwar zahlenmäßig überlegen als ich, aber ich muss denen helfen, oder was? Alter Finne. Ich habe genug mit meinen eigenen Babys hier zu tun, also. Nebenbei sind da unten noch so ein paar komische Leute, die mich umbringen wollen. So ein paar ganz komische Leute sind das. Wo kommst du auf einmal her? Nachladen! Unterwegs! Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Flammenwerferpanzer. Einheit befördert. Sammler wird angegriffen. Wird repariert. Weil er eure Stellung einfach nur abfackelt. Panzerdivision. Die Mission ist scheiße. Ich versuche die mal auf einen einfacheren Schwierigkeitsgrad und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja gut, jetzt könnt ihr sagen Pussy oder so. Es gibt eine ganz andere Schwierigkeit auch in diesem Level und die hat so einen auch von wegen Instant Death zur Folge und deswegen versuch's mal ein bisschen einfacher. Wir gehen danach wieder auf einen leichteren, schweren Schwierigkeitsgrad. Bis gleich. Pussy Power! Dieses Mal auf den einfachen Schwierigkeitsgrad. Den einfachsten Schwierigkeitsgrad, um ehrlich zu sein. Immer noch mit meinen Geheimdienstdaten. Einmal aktivieren, damit ich es nicht verliere. So, der einfachste Schwierigkeitsgrad. Jetzt fragt euch vielleicht, was ist die Besonderheit an dem? Der Gegner ist dümmer und, ja. Das reicht eigentlich schon. Der Gegner ist dümmer. Er greift nicht mehr so oft an, zumindest. Glaube ich das. Und ich glaube, ich habe mehr Kohle zu Beginn. Guten Tag, Kommandant. Ach, du schon wieder. Etwa verlaufen? Ja. Hier ist nicht Ihre wertvolle blaue Zone. Das Gebiet gehört uns. Du wiederholst dich. Ich sag Ihnen was. Sag an! Ich lasse Sie durch meine Truppen heimschicken. Nein! Und zwar mit den Füßen voran. Okay. Predator bereit. So, auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall. Wir müssen uns erstmal um die Fahrzeugbasis kümmern, bevor... Okay. Also wir kümmern uns erstmal um die Fahrzeugbasis, bevor ich Verstärkung erhalte. Okay, das kann er noch. Weil ich möchte gerne auf zwei Flanken sicher sein. Und so.
repariert. Jetzt muss ich nur noch nachdenken. Also insoweit ist ja alles klar, was ich machen muss. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Jetzt fragt euch bestimmt die ganze Zeit, boah, warum hat der Leo so Schiss vor dieser Mission oder warum stellt sich einfach so kacken dämlich an? Es hat seinen Grund. Es liegt ganz einfach an der Aufgabe, später meine Leute zu helfen. Nur die Verstärkung helfen. Die da oben festsitzen. Es hat seinen Grund, warum ich die Mission ein bisschen fürchte. Es liegt einerseits klar daran, dass ich keine weiteren Verteidigungsanlagen bauen kann. Auch keinen weiteren Tiberium-Abernte-Dinger, weswegen ich mich extrem schwach fühle. Es liegt aber auch ganz einfach an der Tatsache, dass wenn ich den guten Kollegen da oben helfe, heißt es ja auch nicht, dass die hinter meiner Basis rumgammeln. Nee, die muss ich auch noch dahin bringen. Und da ist dann die große Schwierigkeit. Weil solche Typen kommen da nämlich und die machen dann nicht das ganz Lustiges mit meinem MBF. Die sagen sich dann, ich berühre den MBF mal ganz kurz und dann ist er kaputt. Und dann gibt es keinen weiteren MBF, dann heißt es so viel wie Mission vorbei. Und das fürchte ich in dieser Mission. Das ist dieser Instant-Death-System, dass der MBF einfach durch einen kleinen Kontakt von so einem scheiß Viecher, die nebenbei auch noch rennen, also ist ja nicht so, dass es heißt, oh mein Gott, die habe ich voll übersehen oder so. Nee, die rennen eigentlich einfach durchs Bild, die können kaum was gegen die tun. Dann rennen die einfach zu euren MBF hin, weil die laufen auch noch gezielt auf den drauf. Ist ja nicht so, dass ihr eine Flanke offen gelassen habt. Nee, die laufen an allen anderen Einheiten laufen die vorbei und laufen nur aufs MBF drauf. Und dann denkt ihr euch nämlich, Scheiße! Und so fühle ich mich jedes Mal, wenn ich diese Mission spiele. So, insofern will ich erstmal für ein bisschen Sicherheit sorgen, damit ich genügend Einheiten staffeln kann, bevor ich mein MBF ranhole. Und dann können wir in aller Ruhe diese Mission beenden. Weil wenn ihr es geschafft habt, den MBF wirklich da durchzulotsen, dann ist es kein Problem. Dann könnt ihr langsam eure Wirtschaft aufbauen, eure Verteidigung hochziehen. Dann ist es kein Problem. Dann schafft ihr es locker. Aber solange ihr den MWF nicht habt, ist es sehr schwer. Und ja, auch auf den einfachen Schwierigkeitsgrad machen die Bazooka-Trupps so eine Scheiße mit mir. Aber gut, ich habe schon so eine Ahnung, wie ich diese Folge nennen werde. Ist da noch welche? Gibt es vielleicht was anderes, was ich euch noch so sagen könnte? So an sich. Das ist schon mehr, als ich damals hatte. Und da der Gegner momentan vielleicht schwach ist, versuchen wir ihn mal direkt anzugreifen. Sollte es funktionieren, habe ich eine ganze Flanke. Eine Kiste. Geld? Rang, okay. Wird repariert. Wird repariert. Gar nicht gesehen, dass da oben so ein Ding rumfliegt. Bazooka-Trupps? I know it. Ey, gibt's doch nicht schon wieder Telefon. Willst du mich jetzt verarschen? Okay. 2 Sekunden bimmeln lassen und dann einfach auflegen. So sieht's geil aus. Wie auch immer das war, er hatte Sinn für Humor. Alter, fahr mal da rein, bitte. Ich weiß jetzt nicht, wie du über eine Mauer hinausschießen kannst, aber trotzdem sieht es irgendwie dämlich aus. Was willst du denn von mir, du Scheißflieger? So, einmal da oben sammeln, bitte. Die da erschießen, bitte. Danke. Oh nein, bitte nicht. Oh, das ist gut.
Greifen an. Straße blockiert. Nehme Alternativroute. Einheit wird angegriffen. Feind anvisiert. Wir werden angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Commander, wir sind in der Stadt in einen Hinterhalt geraten. Schicken Sie Verstärkung. Initialisiere Video-Uplink. Der MBF-Verstärkungskonvoi steckt fest. Er wird von Nordtruppen aufgehalten. Helfen Sie ihn, Commander. Empfange Nachricht. Zerstören Sie die Nordbarrikade, die unsere Verstärkung in der Stadt aufhält.